Gesellschaftsordnung, um jetzt auch mal was Tiefschürfendes zu sagen, machen nur so lange Sinn, solange die Leute hingehen und mitmachen. Beim Kommunismus hat es extrem wenig Spaß gemacht, hinzugehen und mitzumachen, weshalb der Kommunismus auch schon nach kurzer Zeit zusammengebrochen ist. Beim Kapitalismus dagegen macht es offenbar den meisten total viel Spaß, hinzugehen und mitzumachen, egal was hinten bei rauskommt. Trotz dieses Erfolgs, an dem jeder Einwand abperlt, versucht jetzt der Aktionskünstler Peter Kees, den Kapitalismus quasi zum Einsturz zu bringen. Leben ohne Geld heißt sein Beratungsprojekt. Ein gutes Gefühl ganz ohne Geld? Wo gibt es das noch? Manche Berliner testen jeden Tag die gleiche Massageliege aus Korea. Ob sie sich ihren eigenen Masseur nicht leisten können? Ein Bild für die neue Wirklichkeit in Deutschland und eine Strategie, es sich im Leben ohne Geld bequem zu machen. Gäbe es diese Szene nicht jeden Tag im bürgerlichen Bezirk Wilmersdorf, sie könnten eine Schöpfung des Aktionskünstlers Peter Kees sein. Vom sozialen Abstieg der Mittelschicht handelt sein neuestes Projekt. Unternehmen Zukunft, Leben ohne Geld. Wenn schon verarmen, dann mit Charme. Wir sind ja heute wirklich in einer Situation, wo selbst Leute, die noch Arbeit haben, oft Schwierigkeiten haben zu überleben. Berlin ist da sicher an der Spitze, aber das betrifft inzwischen das ganze Land. Und deswegen habe ich oder biete ich mit dem Unternehmen Zukunft, Leben ohne Geld, gewissermaßen Überlebensstrategien für Menschen an, die in diese Situation kommen. Irgendetwas stimmt nicht mit diesem System, meint er. Während draußen die Lage immer dramatischer wird, erklärt sich der Kunstbetrieb zur Beratung der verelendenden Massen bereit. Von seinem Schalter aus setzt Kees große Fragezeichen in die Welt. Die Kernkompetenz seines Unternehmens, dessen Zentrale zuletzt vor der Volksbühne lag und nun zu Hause im Hinterhof. Ich will jetzt nicht sagen, jeder Künstler muss sich in soziale Dinge einmischen, aber das ist ja auch zu beobachten, dass es immer mehr Künstler gibt, die sich in solche Fragen wieder einbringen und sich inhaltlich auseinandersetzen und nicht nur ästhetische Fragestellungen thematisieren. Und ich glaube, dass diese Gegenbewegungen ganz wesentlich sind und da liegt wirklich auch eine große Chance, also dass sich tatsächlich was verändert. Der Künstler als Lebensberater also. Wünsche, die sich ohne Geld erfüllen sollen, Peter Kees nimmt sie ernst. Bearbeitungsgebühr 10 Euro. Jede Dienstleistung hat ihren Preis. Das Trainingsprogramm. Eine Art Schnorren Deluxe. Wenn Sie kommen und Sie sagen, wir wollen ein paar Schuhe haben, dann gehen wir gut gekleidet in den Schuhladen als Beispiel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und involvieren die Leute. Versuchen dem also zu sagen, wir leben ohne Geld, wollen ein paar Schuhe umsonst. Wie geht das jetzt? Scham ablegen. Nachschauen, wie das System auf so viel Engagement reagiert. Wie, Sie leben ohne Geld? Ich lebe ohne Geld. Dann werden wir mal eine Lösung finden. Gepflegte Rebellion gegen den Terror der Ökonomie. Da sage ich Ihnen ganz ehrlich, da sind Sie in der Apotheke an der falschen Adresse. Aufrecht Fragen stellen. Also umsonst für ein paar Stunden könnten wir Ihnen das ausleihen, das wäre kein Thema. Die Moral der Nation unter die Linse nehmen. Aber das würden Sie machen, Kontaktlinsen ohne Geld. Kann man alles machen. Also danke. Also doch, der Kreative kann die Bastionen des Kapitalismus erschüttern. Wenn jetzt dieses Unternehmen Zukunft sozusagen lauter kleine Ableger finden würde und alle Leute würden in die Läden reingehen und sagen, wir leben ohne Geld, wie geht das? Dann würde doch dieses Wirtschaftssystem erstmal irgendwie ins Wanken geraten. Insolvenz als Lebensmaxime? Auch das kann sich nicht jeder leisten.